Das ist ein Pfannensteak, nennt man das. Das ist ein bisschen von der Struktur her ein bisschen gröber. Ja? Sieht man hier, ein schönes zartes Fleisch. Ja? Nicht zu verwechseln bitte mit Rind. Ja? Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja? Es ist immer noch Geflügel, aber es hat ungefähr, also es ist eine Mischung aus Geflügel und Wild, kann man sich das vorstellen. Das passt ganz gut. Strauß ist das einzige Tier, was nicht in Massentierhaltung gezüchtet werden darf. Den bekomme ich hier aus der Region, aus Schwerstedt. Das ist in der Nähe von Weimar. Einfach absolutes, hochwertig tolles Produkt. Dazu gibt es Rotweinlinsen. Ja, also ganz normale Linsen. Linsen, wie gesagt, muss man anbraten. Ganz wichtig. Linsen werden immer angebraten. Immer schön in Öl. Hat was damit zu tun, dass dort einfach diese ganzen Öle, die selber in der Linse drin sind, die man sich rauszieht, das ganze Parfüm rauskommt und dadurch die Linsen selber einfach ein bisschen aromatischer, ein bisschen kräftiger werden. Ja? Wir setzen den Topf unter Hitze, nehmen Olivenöl. Ja? Brauchen Sie sich keine Sorgen machen, Olivenöl wird nicht bitter beim Anbraten. Ja? Solange man das Öl nicht verbrennen lässt, ja, wird es auch nicht bitter. Aber dennoch, Anbraten ist mit Olivenöl jederzeit möglich. Temperatur geht hoch. Ja? Rein mit den Linsen. Die Linsen mit dem Öl zusammen ein bisschen auf Temperatur bringen. Salzen, ganz wichtig, nicht vergessen. Ja? Wenn wir irgendwas anschwitzen, anbraten, immer salzen, dass Geschmack reinkommt. Und ein wenig Zucker nachher zum Karamellisieren. Ja? So, wir hören, es geht langsam los. Einmal kurz umrühren. Wir greifen rüber zum Salz, zum Zucker. Dass wir das noch dran machen. Einfach um den Eigengeschmack nachher ein bisschen zu unterstützen. Man kennt das von der Linsensuppe, dass man da ein bisschen Salz, ein bisschen Essig und ein bisschen Zucker dran macht. Einfach um das zu unterstützen. Einfach ein wenig anbraten. Hier nicht übertreiben mit der Hitze. Es geht hier lediglich darum, das Parfüm aus der Linse rauszuholen, nicht der Linse Farbe zu verschaffen oder sonstiges irgendwie. Einfach ganz leicht, schön zart anbraten. Nicht mehr, nicht weniger. Bis sich der Zucker ein wenig aufgelöst hat. Sie sehen, alles löst sich langsam ein bisschen auf. Wir haben keine Kristalle mehr, die wir irgendwo sehen. Das reicht schon völlig aus. Dann das Ganze ablöschen mit ca. einem halben Liter Rotwein mit Balsamico. Hier befindet sich ungefähr 350 ml Rotwein und der Rest wird aufgefüllt mit Balsamico, dass wir auf ungefähr einen halben Liter sind. Das Ganze lassen wir kochen, so lange in dem Rotwein und in dem Balsamico, so lange bis die Linse weich ist oder bis sie bissfest ist. Ja? Wichtig beim Kochen ist, Linsen ziehen nicht nach. Sie ziehen nicht nach, also wie Nudeln beispielsweise, wenn die halt noch Temperatur haben und ein bisschen, dass die noch gar ziehen, noch mal weiterziehen, machen Linsen nicht. Linsen garen nur, wenn man sie kocht. Das heißt, kochen, bis sie den richtigen Garpunkt haben und dann ausmachen vom Herd nehmen. Circa eine Viertelstunde. Kann man recht. Jetzt wenden wir uns dem Hauptbestandteil zu, dem Strauß. Ja? Das, wie gesagt, ist Straußensteak, ja, also das Pfannensteak. Es gibt noch ein ganz feines Filet und es gibt noch ein Bratenstück. Der Strauß hat circa, oder was heißt circa, ungefähr 7 Filets, sagt man. Ja. Hier, das ist so ungefähr das Mittelstück. Das eignet sich für mich am besten für ein Steak zum Steak schneiden, weil es einfach von der Größe her schön ist. Man bekommt ein schönes Stück nachher raus. Wir schneiden circa 170 bis 180 Gramm, das wäre ungefähr so viel. Wer sich nicht sicher ist, einfach vorher das gesamte Stück auswiegen, ja, dann weiß er ungefähr, wie viel Gramm das sind und dann kann er das Stück noch runterschneiden. Die Grammzahl ist wichtig, weil wir nachher unbedingt bei der Garzeit die Grammzahl brauchen. Das heißt, wir brauchen für so und so viel Garzeit. Ja, wenn wir natürlich mehr Gramm haben, braucht man mehr Garzeit. Weniger Gramm brauchen wir weniger Garzeit, denn wir wollen ja nachher ein schönes rosa Stückchen Fleisch haben und nicht irgendwas trockenes Stückchen Fleisch. Das Ganze einfach ein bisschen salzen und dann kommt das Ganze schön, dann wird das Ganze schön scharf auch wieder bei mir in Olivenöl angebraten. So, wie Sie sehen, die Pfanne ist heiß, sie dampft. Wenn die Pfanne heiß ist und sie dampft, drehen wir die Geschwindigkeit des Herdes ein bisschen runter. Das heißt, wir nehmen ein bisschen die Temperatur runter, dann das Öl rein. Wenn das Öl drin ist, wird das Öl sofort heiß. Es kann uns nicht verbrennen, weil wir gleich das Fleisch reinlegen. Ja? Das lassen wir schön von beiden Seiten schön kräftig vollgelb anbraten. Wunderbar.
ja, auf die andere Seite legen. Nur von außen Farbe, nur Hitze, dass wir nachher einfach das im Ofen schön weiter garen können. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt haben wir hier das Stückchen Strauß, schön angebraten, in der Mitte noch roh, außen schön knusprig. Wir nehmen etwas Kräuterbeet, etwas Thymian, ja, etwas Rosmarin, schneiden ein wenig Knoblauch, aber nur grob. Ja, zwei Stückchen, kann man auch ein Stückchen mehr machen, alles schön. Ja, das kommt auf das Kräuterbeet drauf, dann das Fleisch oben drauf und das Ganze. Man kann einen Umluftherd nehmen, man kann nicht, ich in dem Fall nehme einen Pizzaofen. Ja, circa für 15 Minuten bei 160 Grad. Und wenn diese 15 Minuten rum sind, nochmal ungefähr 5 Minuten bis 7 Minuten bei ca. 80 Grad. Das Fleisch muss ruhen, denn es ist frisches Fleisch, es ist nicht abgehangen, gar nichts. Das heißt, wir brauchen nachher noch eine gewisse Ruhephase. Und in der Zeit sind dann auch unsere Linsen fertig gekocht. So, die Zeit ist um. Wir schauen nach dem Fleisch. Ja, wunderbar. Wir tippen, wir fassen leicht drauf. Wir sehen, es kommt etwas noch ein bisschen Bratensaft raus. Ja, es ist schön zart, schön weich. Brauchen wir gar nicht anschneiden, dürfen wir auch noch nicht. Denn, wie ich vorhin schon gesagt habe, nach den 15 Minuten, so bei Umluft 180 Grad, 160 Grad, Entschuldigung, als auch im normalen Pizzaofen, muss das Fleisch jetzt noch ein bisschen in der Folie circa 5 Minuten ruhen. Das Ganze machen wir bei 80 Grad, dafür haben wir den Tellerwärmer. Ne? Wenn Sie hier zu Hause können, jetzt sich den Ofen einfach auskühlen lassen, bis er ungefähr bei 80 Grad drunter ist. Dann bitte nicht mehr Grad nehmen, weil das Fleisch soll sich entspannen, soll sich ausruhen, ja? Und soll zart werden. Die Linse ist fertig. Wir haben die Linse jetzt eine Portion, circa eine Portion in eine kleine Sauteuse umgefüllt. Ja, hier werden wir einen Esslöffel Butter dazugeben und ungefähr 100 Milliliter Brühe. Da kann man Hühnerbrühe nehmen, Rinderbrühe, also wie man das gerne möchte. Wenn man keine Brühe zur Hand hat, man kann auch gerne einen kleinen Brühwürfel nehmen, den im Wasser lösen. Das ist halb so wild. Ja, das ist alles nicht so schlimm. Ja, wir kochen das auch so lange ein, bis wir einen schönen kleinen Sud haben, der sich bindet. Nicht zu lange einkochen lassen, dann fängt an, sich das Fett vom Wasser wieder zu trennen. Dann bildet sich oben so ein kleiner Fettfilm. Das Stückchen Fleisch, das Wunderbare, ja, holen wir raus. Das Ganze auf dem Brettchen aufgepackt. Wie Sie sehen, ist noch enorm viel Bratensaft einfach rausgekommen. Ja, das Ganze einfach antrangieren, einfach schön schräg aufschneiden. Man kann das machen, um eventuell beim Kochen die Gäste zu beeindrucken, dass es jetzt total rosa geworden ist. Ja, schön nach oben gelegt. Ja, etwas, man kann sich seine Balsamico-Glas selber machen oder man kann sie kaufen. Ich in meinem Fall mache sie selber. Das Ganze mit ein bisschen Balsamico-Glas, das auch zu den Linsen sehr gut passt. Und Rosmarin. Ja, und wunderbar das Gericht. Balsamico-Linsen mit Nachtigall-Kloßkissen und Straußenfilet rosa gebraten. Guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de